Servus, liebe Freunde der Nachtfotografie. Heute Nacht ist es endlich soweit. Ich stehe hier mitten in der Natur. Um mich herum ist Wald und hinter mir ist ein super schöner Weiher. Den habe ich in meinem letzten Video entdeckt. Da war ich bei Tag hier und habe herausgefunden, dass man hier super gut die Milchstraße fotografieren kann. Und ich kann euch echt sagen, es ist ganz schön spooky, hier alleine in der Natur zu stehen. Ja, man hört Geräusche aus dem Wald und aus der Natur. Wow, hat schon so ein bisschen was von Nervenkitzel. Aber ich blende das Ganze jetzt mal aus, die ganzen Geräusche, und konzentriere mich auf mein Foto. Ziel ist es, die Milchstraße hier direkt über dem See zu fotografieren. Und das Zuckerl wäre noch, wenn sich die Sterne im Wasser spiegeln. In dem Weiher hier hinter mir ist nicht viel Bewegung, außer ein paar Nebelschwaden, die da gerade rüberziehen. Und ich hoffe wirklich, dass die Sterne sich super schön auch noch im Wasser zeigen werden. Schwierig wird es nachher, das werdet ihr sehen. Ich nehme euch ja jetzt mit zur Kamera, hier zu fokussieren, weil hier ist es stockdunkel. Kann gut sein, aber auch schwierig sein, was das Thema Fokus angeht. Weil hier gibt es keine Lichtquelle, die ich irgendwie anfokussieren kann. Ich habe hier schon mal durch die Kamera geschaut, das ist unheimlich schwer. Aber schaut mir zu, ich zeige euch, wie sowas funktioniert mit ganz einfachen Mitteln. Ich habe eine Vollformatkamera dabei, ein Stativ und ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv. Mehr braucht es nicht dazu. Und am Ende vom Video zeige ich euch auch noch am Computer die Bildnachbearbeitung, um hier das Maximale aus der Milchstraße in den Sternen rauszuholen. Die erste Herausforderung bei so einer Nachtfotografie ist es, die Kamera richtig auszurichten. Und da hat Sony an der A7 III eine super gute Funktion, die heißt Bright Monitoring oder helle Überwachung, glaube ich, heißt die. Und diese Funktion habe ich mir auf die C4-Taste gelegt. In einem anderen Video zeige ich euch auch mal, wie man diesen Nachtmodus auf die C4-Taste legt, weil die kommt mir unheimlich zu Hilfe, wenn ich einfach nichts sehe. Und durch diese helle Überwachung kann ich dann tatsächlich die Kamera ordentlich ausrichten, weil die Kamera simuliert irgendwie eine Langzeitbelichtung und es ist richtig, richtig gut. Sonst hätte man hier keine Chance. Ja, hier gibt es keine Orientierungspunkte, nichts. Jetzt zeige ich euch, wie ich das Ganze angehe. So, wie ihr sehen könnt, meine Kamera steht im manuellen Fokus und man sieht eigentlich nichts in diesem Live-View, gar nichts. Wenn ich jetzt aber hier die C4-Taste drücke, passt auf, sieht man den See schon relativ gut und man sieht auch hier rechts die Milchstraße im Bild. Super, super geil. Und jetzt kommt die erste Herausforderung, ich möchte die Sterne scharf stellen und da gehe ich jetzt mit der Fokuslupe ran. Schauen wir hier die Sterne an. Und jetzt drehe ich hier an meinem Objektivring und ihr seht vielleicht, dass die Sterne richtig verschwommen sind. Und da kommt jetzt echt auf wirklich Millimeterarbeit an, dass man den Fokuspunkt trifft. Ja, hier ist sonst keine andere Lichtquelle. Ich muss die Sterne so anfokussieren, anders geht es nicht. So. Jetzt als nächstes weiß ich, dass 30 Sekunden auf 14 mm, weil 14 mm hat mein Objektiv als Brennweite, sind viel zu lang. Ich gehe auf die 15 Sekunden runter. Die Blende lasse ich auf 1,8. Das ist meine kleinstmögliche Blendenzahl, da kommt am meisten Licht rein. Jetzt drehe ich an der ISO, die kann ich mir jetzt hier auswählen. Ja, die drehe ich jetzt so hoch, bis ich hier auf minus 0,3 ungefähr bin. Jetzt bin ich schon bei ISO 2000. Ich probiere es mal auf der ISO 2000 minus 0,7. Und das könnte schon das Foto sein. Bam, da ist es. Wow. Die Milchstraße sieht man super gut bei dieser langen Belichtungszeit. Super geil. Und die Sterne, tatsächlich, sie spiegeln sich im Wasser. War schon mal ein ganz gutes Bild, ja? Wow, okay, damit bin ich zufrieden. Endlich habe ich meinen Shot. Und wisst ihr, heute ist ja Neumond und ich habe ja auf diesen Tag hingefiebert und habe so sehr gehofft, dass es tatsächlich auch wolkenfrei ist. Und ich habe heute über den Tag hinweg alle 2 Stunden die Wetter-App gecheckt und es steht jetzt immer noch drin, dass es zu 50% bewölkt ist. Aber Leute, ein Blick zum Himmel sagt was anderes. Also man kann sich auf Wetter-Apps nicht immer verlassen. Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, hier die Milchstraße echt super schön einzufangen. Wow, und ich sehe jetzt hier auch gerade, wie der Nebel über den See zieht. Von dem wird man jetzt nichts sehen, aber schön ist es halt schon. Was hilft, ist auch immer, wenn man am See ist, mal
aufs Objektiv zu gucken, ob das irgendwie beschlagen ist oder so. Aber es ist zu warm. Der Nebel macht dem Bild jetzt oder dem Objektiv nichts aus. Einfach wunderschön. Jetzt mache ich noch eins, dass ich das Foto auch nochmal hochkantig mache. Bietet sich an, da kriege ich halt noch mehr Nachthimmel und noch mehr Sternen einfach drauf. Da verändere ich jetzt auch gar nichts an der ganzen Sache. Ich schaue einfach nur, dass die Kamera in der Waage ist. Oh, ist das geil und die Milchstraße ist richtig schön zu sehen. Jetzt baller ich hier mit denselben Einstellungen nochmal drauf. 15 Sekunden, 1,8er Blende und ISO 2000. Dann habe ich es nochmal hochkant. Es ist unglaublich und ich habe jetzt komplett diese ganzen Geräusche ausgeblendet, weil ich einfach hier konzentriert bin auf meiner Arbeit und bam, habe sie wirklich aus der linken Ecke zulaufen lassen in die Bildmitte. Ist ein cooles Foto. Und jetzt geht es an die Nachbearbeitung und da zeige ich euch, wie ihr in 2 Minuten noch das Maximale hier aus so einem Bild rausholen könnt. Ich habe es ja auch schon ganz oft erwähnt, ein super Hilfsmittel ist die App auf dem Handy Fotopilz. Die kostet was, aber für Milchstraßenfotos ist die eigentlich unverzichtbar. Weil wenn man hier auf Nacht AR drauf drückt und klickt hier auf Jetzt, kann man tatsächlich so die Bahn der Milchstraße sehen, die sie zieht. Und das Handy erkennt genau meinen Standort und ich sehe, wenn ich jetzt hier weitergehe auf 0.30 Uhr und auf 1 Uhr, wie sie von links nach rechts hier über meinen See zieht. Also ich stand hier wirklich perfekt. Die Uhrzeit hat gepasst, ich sehe das Zentrum der Milchstraße, also ist einfach geil. So Leute, kleiner Bonustipp am Ende, sucht euch bei der Milchstraßenfotografie einen schönen Vordergrund. Hier mache ich mir relativ einfach, ich habe hier eine schöne alte Bootshütte im Vordergrund gewählt und die wird gleichzeitig auch noch von der Straßenlaterne hier angeleuchtet. Das heißt, die Hütte ist relativ hell, was für die Nachtfotografie ja eigentlich unüblich ist. Aber es ermöglicht mir, so die ISO nicht so hoch zu drehen. Ich bin jetzt hier bei dem Bild auf ISO 1600. Ansonsten bleibe ich weiterhin auf meinem 14 mm Objektiv, habe eine 1,8er Blende eingestellt und 15 Sekunden. Das Bild mache ich jetzt nochmal. Hier könnt ihr vielleicht die Hütte erkennen, wenn ich sie kurz anleuchte. Schau auch hier zu, dass ich genau mittig auf dem Steg bin. Und baller das Foto jetzt los. Milchstraße ist schön links über der Hütte zu sehen. Jetzt arbeitet die Kamera 15 Sekunden und gleich gibt es das Ergebnis. Also ihr habt gesehen, die Milchstraßenfotos draußen in der Natur bei Neumond und sternklarer Nacht zu machen, ist kein großes Hexenwerk. Also mit dem richtigen Equipment und wenig Lichtverschmutzung außenrum ist es echt gut machbar. Und um euch die Nachbearbeitung dieser Milchstraßenfotos in Lightroom zu erleichtern, habe ich Vorlagen erstellt. Mit diesen Vorlagen seid ihr in der Lage, in 2 Minuten zum richtig guten Ergebnis zu kommen, wenn es wirklich um die Milchstraßenfotografie geht. Dabei gehe ich jetzt als allererstes mal in mein Milky Way Preset. Ja? Milky Way Ziggy heißt es bei mir. So habe ich das auch hier abgespeichert. Und ihr seht, das Bild wird jetzt schon mal bläulich eingefärbt. Ganz egal, was für ein Weißabgleich ihr vorher im RAW-Format hier aufgenommen habt. Ich habe in diesem Preset zum Beispiel auch die Gravitationskurve angepasst. Ich habe die Rauschreduzierung reingenommen und auch die Schärfung von den Sternen. Das ist unheimlich wichtig. Das ist so die Basis des ganzen Bildes. Jetzt als nächstes widmen wir uns der eigentlichen Milchstraße. Und da kommen jetzt 4 Pinsel hinzu, die ihr verwenden könnt. Und zwar werden die so ausgewählt, wenn man hier oben rechts auf den Pinsel drückt oder auf Maske hinzufügen drückt und dann sage ich Pinsel, habe ich hier die Möglichkeit, wo sind sie? Hier Milky Way Pinsel Tiefen in der Milchstraße abdunkeln anzuwenden. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig. Es gibt hier einen Regler, der heißt Dichte. Ich drücke mal hier auf O, damit man sieht, was hier passiert. Wenn die Dichte hier auf 71 steht, seht ihr, dass ihr relativ stark hier reinmalen kann, um die Milchstraße abzudunkeln, also die dunklen Bereiche. Wenn ich jetzt hier auf Pinsel
und Dichte hier zum Beispiel nur auf 13 gehe, dann seht ihr, wie fein man das Ganze auch machen kann. Also das kann man abstimmen, wie man möchte. Aber ihr seht, es funktioniert auch sehr, sehr fein. Das wäre jetzt der allererste Schritt, den ich hier mache, die dunklen Bereiche in der Milchstraße abzudunkeln. Jetzt kommt der Clou. Zweite Maske erstellen, dann drückt man hier wieder auf das Plus. Ich erstelle wieder einen neuen Pinsel und wähle hier meinen Pinsel Einfärbung der Milchstraße. Jetzt kommt wieder dieser Pinsel zustande. Ihr könnt hier die Größe des Pinsels bestimmen. Und auch hier wieder die Dichte. Ich gehe jetzt mal von der Dichte her mal auf 40% und male jetzt hier einfach mal drüber. Und ihr seht, wenn ich die mit meiner Farbe, die ich hier generiert habe, übermale, dann kommt die Milchstraße schon so richtig, richtig schön daher. Ja. Wenn es euch zu viel ist, kann man immer wieder alles rückgängig machen mit Command Z oder Steuerung Z. Aber so gefällt mir das Bild schon recht gut. Ich könnte auch die Dichte vielleicht ein bisschen mehr anheben, dass es noch stärker hier zur Geltung kommt, das Ganze. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Jetzt gehe ich wieder drauf, eine neue Maske erstellen. Und jetzt wählt man Himmel auswählen. Und jetzt kommt wirklich ein Clou. Wenn man jetzt auf Himmel auswählen geht, seht ihr, der Himmel der maskierte Himmel wird rot angezeigt. Ja? Jetzt wähle ich hier den dritten Punkt, Milky Way, Maske, Himmel umkehren. Vordergrund wird heller. Ich gehe da drauf. Jetzt seht ihr, der Himmel ist zunächst hell. Und jetzt kann man hier auf Umkehren klicken. Also entweder hier oder man klickt hier auf Umkehren. Könnt ihr euch aussuchen. Ich klicke jetzt hier mal auf Umkehren. Und jetzt wird der Himmel ausgeblendet und der Vordergrund wird automatisch heller gemacht. Boom! Und schon habt ihr das Bild. So, jetzt kann es sein, wenn der Vordergrund in dem Fall jetzt zu hell wird, wird das Bild sehr rauschen. Also vorne, wo jetzt die Bäume und der See zu sehen ist. Da kann man mit der Belichtung wirklich minimal hier nochmal runtergehen, um das Rauschen hier etwas zu minimieren. Ja? Man könnte auch noch an einem weiteren Regler drehen, und zwar hier an einem Rauschregler, um hier das Rauschen, dieses Verpixelige, einfach rauszukriegen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Bild habt, bei dem ihr nur teilweise irgendwas aufhellen müsst oder wollt, könnt ihr nochmal auf Maske erstellen gehen, auf Pinsel. Und dann wählt ihr hier den Pinsel Nummer 4. Der heißt Milky Way Pinsel Vordergrund aufhellen. Jetzt habe ich hier meinen Pinsel und jetzt kann ich hier, ich würde jetzt die Dichte wirklich mal wieder runternehmen, vielleicht nur auf 20 oder 17 sowas. Jetzt kann ich hier reinmalen und hier ganz bestimmte Bereiche leicht aufhellen. Also da muss man wirklich ganz dezent vorgehen, weil sonst schaut es zu überstrahlt aus, zu hell aus und nicht mehr natürlich. Und das war's jetzt eigentlich. Also da kommt man mit 2 Minuten wirklich hin, um hier tatsächlich ein echt gutes Ergebnis hinzukriegen. Um das Bild jetzt hier noch ein bisschen zu verbessern, würde ich tatsächlich jetzt hier noch diesen Flugzeugstreifen rausnehmen. Das macht man dann hier mit dem Reparaturpinsel. Und da gehe ich hier einmal drüber. Der kopiert mir jetzt eine andere Stelle aus dem Bild und setzt sie da drauf. Und schon, seht ihr, ist mein Milchstraßenfoto fertig bearbeitet. Und das Ganze kann ich auch mit beliebig anderen Bildern machen, weil das mir einfach wichtig ist, euch zu zeigen, dass es funktioniert. Und jetzt seht ihr auch hier nochmal kurz den Unterschied vorher und nachher, was wir hier angestellt haben in so kurzer Zeit. Und das Ganze funktioniert auch mit anderen Bildern. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Wir nehmen jetzt mal hier die Hütte von Stegen. Ich gehe auf Zurücksetzen. Das ist jetzt hier so wirklich das RAW-Foto. Und hier mache ich es wieder ganz genauso. Ich wähle hier mein Preset, Lightroom Sigi. Dann gehe ich hier rein in Pinsel erstellen oder Maske, Pinsel. Wähle hier als allererstes wieder tief in der Milchstraße abdunkeln. Schau mich an, mal auf 30% sowas und gehe hier wirklich mit dem Pinsel in die dunklen Bereiche, links und rechts neben der Milchstraße. So, als nächstes, wie gehabt, wähle ich wieder einen Pinsel aus, um die Milchstraße einzufärben. Hier vielleicht mal auf 30 und färbe diese Bereiche schön rot ein.
Wow, die kommt schon richtig gut zur Geltung. Cool, sehr schön. Dritter Bereich haben wir gelernt, war den Himmel zu maskieren und den dann umzudrehen. Da gehe ich hier auf neue Maske erstellen, Himmel auswählen, suche mir hier wieder Himmel umkehren aus. Es ist natürlich super, super hell mit dem Klick hier auf Umkehren. Boom! Wird der Vordergrund richtig hell. In dem Fall ist er jetzt wirklich zu hell. Da kann ich hier die Belichtung noch ein bisschen drunter drehen. Und ihr seht, dass das jetzt hier schon ein richtig cooles Bild ist. Und da habe ich jetzt weniger als, glaube ich, 2 Minuten gebraucht. Und hier bräuchte ich jetzt den vierten Pinsel, den Vordergrund aufhellen, nicht mehr zwingend, weil das gefällt mir einfach so, das Bild, wie es ist. Ja, und dann minimale Änderungen kann man dann immer noch hier in den Gesamtreglern einstellen. Aber es soll jetzt einfach mal als Beispiel dienen. Nächstes Bild. Fangen wir vielleicht mal hier an. Auch eine Hütte in Stegen. Gehen wir auch nochmal rein. Milky Way Sigi anklicken. Boom. Pinsel auswählen. Benutzer definiert. Milchstraße abdunkeln. Ich gehe hier rein. Und hier macht die dunklen Bereiche richtig schön dunkel. Färbt die Milchstraße ein. Zack, neue Maske erstellen, Himmel auswählen. Und ihr seht, ich habe da wirklich Routine und es erleichtert mir halt unheimlich, diese Bilder in kürzester Zeit wirklich zu bearbeiten. In dem Fall seht ihr, dass die Hütte komplett überstrahlt und drehe ich die einfach ein Stück runter. Dann sieht man die immer noch gut, weil der Fokus ist jetzt hier auch tatsächlich wirklich nicht auf der Hütte, sondern auf der Milchstraße. Und hier würde ich dann tatsächlich noch den vierten Pinsel hernehmen und zwar den Vordergrund aufhellen. Das ist Milky Way Pinsel Vordergrund aufhellen. Und da geht es mir jetzt hier eigentlich um den Vordergrund, um den Steg, dass man den etwas besser sieht. Schon her. So in etwa. Und schon habt ihr das nächste Foto bearbeitet. Also, ihr seht, es macht Spaß. Und wenn ihr Interesse habt, diese Vorlagen zu kaufen, könnt ihr das gerne auf meiner Webseite machen. Ich verlinke die unter dem Video. Und das ist, glaube ich, echt gut investiertes Geld, weil es halt unheimlich viel Zeit spart. Und ich habe aber im Gegenzug sehr lang daran gebastelt, dass das hier einfach auch ein stimmiges Bild wird. Und ich habe es jetzt an verschiedenen Fotos ausprobiert, an sehr dunklen Bildern am See oder jetzt hier eben in Stegen. Ja, mit minimalen Änderungen kommt man da wirklich gut klar. Und ja, wenn ihr Interesse daran habt, freut es mich, wenn ihr die Dinger kauft. Jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Vielleicht konntet ihr was mitnehmen oder was lernen. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee.